Okay, beim 11. geht es dann schon rum. Rumpti-bumpti. Ich glaube, uns gehen gerade die Zäune aus. So ist es. Gut, wir haben aber genug Holz, wir können uns neue bauen. Keine Panik, auf der Titanic. Ich kann mir doch jetzt hier nicht noch eine Werkbank hinsetzen, Mensch. Du musst tun, was du tun musst. Du seien der Chef. Gut, haben wir halt hier auch noch eine Werkbank. Wir haben ja noch nicht genug davon. Ja. Halt die Klappe. Wie haben wir den eigentlich nochmal genannt? Rüdiger, ne? Ich glaube, Rüdiger war sein Name. So. 64 Stuck. Oh, ob die reichen? Ich glaube nicht. Ja. Nearly perfect. Ich glaube fast schon gar nicht, dass die reichen jetzt hier so, aber naja. Schauen wir mal, ne? Nee, die reichen niemals. Oh, hier kommen wir sogar schon ins Wüsten. Ins Wüstenländle. Habe ich gesagt, die reichen niemals? Du bist ein Lügner. Lügenbetrug. Das ist alles, was uns zu bieten hast. Du elender Schuft. Komm, 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 komm. Ja, es hat genau gereicht. Geil. Sehr schön, sehr schön. Da brauchen wir jetzt nur noch Kies, dass wir hier auch noch ausfüllen können. Ja, und dann haben wir es auch fast schon gepackt. Ne? Dann haben wir hier so und so. Und habt ihr gesehen? Und genau so ist es. Dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4. Weil die Türen mache ich, glaube ich, fast schon da rein, hier hin und da rein. Weil sonst hätten wir uns diese Zwischenwege auch gleich sparen können. Und jetzt kommt es wieder zur absoluten Lustigkeit, denn ich habe mal wieder keine Ahnung, wie man diese verdammten Zauntüren baut. Ich glaube, ich werde mir das nie merken können. War das so zufälligerweise, praktischerweise? Ich hoffe es, sonst wird es peinlich. Ja, 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 so war es. Sehr schön. Gut, wir brauchen... Ich mache mal 8 Stück. Ja, und dann werden wir ja sehen, ob das reicht oder nicht. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Und dann machen wir das so, zack. Wir hatten wahrscheinlich auch noch Zauntüren im Lager, aber hey, die Zauntür aus dem Lager nehmen, das wäre voll Mainstream. Das macht jeder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das muss auch noch. Ja, wunderbar. So. 16. Die Hälfte von 16 ist 8. 1, 2, 3, 4. Da würde ich sagen, hier eine Zauntür hin und dort eine Zauntür. Und das war totaler Schwachsinn. Kann es sein, dass hier eine und da eine? Das wäre, glaube ich, korrekt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zäune! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Absolutely correct. This is great. Das waren die beiden hier, okay. Machen wir natürlich hier drüben auch. Wie sie es gehört. So. Dann müssen wir mal im Lager gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Im Lager mal schauen, ob wir noch Holz... Ach, Holz sage ich schon hier. Ob wir noch Kies haben, weiß ich gar nicht. Ja, wunderschön. Eine absolut grandiose Darbietung, mein Herr. So, dann haben wir hier jetzt die Dinger. Dann schauen wir noch mal ganz kurz. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das Dach bauen. Aber ich glaube, wir bauen es einfach so wie immer. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir da noch eine Etage draufsetzen oder eher nicht so? Schlau wäre es natürlich, wenn wir noch ein bisschen Freiraum da oben lassen. Um einfach... Ja, dass die Balken nicht allzu sinnlos wirken. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Wie komme ich denn da mal am besten hoch? Am besten hier. So. Hier kommt sowieso ein separates Dach drauf. Das machen wir... Ja, wunderbar. Hat ja super geklappt. Das machen wir dann später, aber hier oben natürlich nicht... Da bin ich jetzt gerade am Überlegen, wie wir es am geschicktesten anstellen. Ich nehme jetzt einfach mal die Eichen oder Trope oder was nehmen wir denn? Wie würde es denn aussehen, wenn wir
Eiche nehmen. Aber ich glaube... Warte mal. Nein. Haben wir denn von denen hier noch? Pass mal auf, wenn wir... Vielleicht... Nein! Kann sein, dass wir das jetzt heute noch öfter machen müssen. So. Wie sieht's denn aus? Das habe ich ja da drüben, glaube ich, schon mal probiert. Nur da habe ich es andersrum gemacht. Vielleicht, wenn wir an dieser Stelle einfach mal... außenrum quasi so eine... so eine Stein... Ach, schön. Hier so eine Steindingens bauen. Von denen wir jetzt keine mehr haben. Da fehlt auch einer, nein. Warte mal, setze ich da einfach mal... Kann ich denn da jetzt einfach so... Halt. Ich nehme doch lieber die Eichenholzdinger. Nee, geht nicht. Okay. Ist auch bekloppt irgendwie, dass man die Slabs nicht mixen kann. Wäre irgendwie cool, wenn das gehen würde. Oh, scheiße. Was mache ich denn hier? Bin ich betrunken? Mein Gott. So. So. Ich kann ja hier schon mal rumgehen. Hier geht dann noch der Stein lang. Genau, dann... Hilfe. Ne, warte mal, hier stimmt's. Doch, hier stimmt's auch. Das geht ja jetzt. Ich hätte es beinahe schon wieder verkackt. Auch das kommt öfters vor, dass ich was verkacke. Das ist halt so. Müsst ihr mit leben. So, welcher Block war denn jetzt falsch gesetzt? Der, da war das, glaube ich. Ah, ich muss dran denken, dass ich die Timber-Mod drin habe. Meine Stimme gerade wieder abhaut. Ah ja, das sind die Raubacher. Immer keine Stimme haben. So. Und dann legen wir wieder den Rückwärtsgang ein. Ich gucke nur, wie weit wir können. So. Jetzt können wir einmal komplett durchziehen. Komm. Ja, scheiß Zäune. Da ist gerade einer neben runtergefallen, aber das ist nicht so schlimm. Ugh. So. Ah, wir haben noch welche. Sehr gut. So. Boah, das wird ein ganz schön großes... Alter, was ist denn los? Das wird ein ganz schön großes Dach, ne? Aber gut. Dann ist das eben so. Dann gehen wir am besten hier weiter. Wir brauchen auf jeden Fall gleich noch welche. Und ihr hattet ja auch in die Kommentare geschrieben gehabt, ich soll doch bitte das Bahnhofsdach auch in diesem Stil bauen. Ja, 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 ihr habt ja eigentlich, habt da recht. Auf der anderen Seite habe ich einfach mal gedacht, komm, probierst du mal was anderes aus, wie immer nur, ja, das Gleiche jetzt. Ja gut, das Gleiche ist es ja nicht direkt, wir brauchen Steinschlepps. Guck mal, einen haben wir noch, den können wir hier hinten hinsetzen. Ich dachte, wir machen jetzt mal nicht immer nur das Gleiche an Dächern, sondern auch mal was anderes. Au. Und da erschien mir das irgendwie cool, wenn wir das so machen. Also so ein bisschen spitzer dann mit dem Glas da drin. Wenn ich sagen muss, ihr habt ja recht, ich bin kein großer Fan von dem Glas, was da jetzt drin steckt im Dach. Das sieht irgendwie ein wenig, naja, kurios aus. So sieht das denn überhaupt noch was aus? Ich glaube, man kann das so lassen. Das überhaupt hinkriegen. Ja, ich glaube, das machen wir echt besser von oben. Das geht von unten irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Und ich muss mir mal angewöhnen, kein Wasser mit Sprudel hier, wenn ich aufnehme. Das ist nicht so toll, weil ich will nämlich nicht ins Mikrofon rülpsen. Es gibt zwar Leute, die machen das und es gibt Spieler, die machen das oder Let's Player, die machen das, aber für mich hat das dann weniger was mit Autorität, nicht mit Autorität, aber mit... Ja, halt, dass man halt quasi so tut, als würde man wirklich echt zocken, gerade so. Weil wenn du jetzt normal spielst, machst du das vielleicht auch, aber das ist für mich was anderes, wie wenn dann, sag ich mal, ein Mikrofon oder eine Aufnahme mitläuft. Das gehört sich nicht. Klar, wenn man alleine für sich zockt oder sowas, dann kannst du das natürlich machen. Dann kannst du auch furzen, wie du willst, aber... Naja, in der Aufnahme macht man das nicht. So. Okay, wir haben es gleich geschafft. Gleich ist die Umrandung quasi am Start und dann werden wir sehen, wie das aussieht von unten. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird scheiße aussehen. Aber hey, das sind wir doch schon gewohnt. Von dir, du Affe. So. Huch, kommen wir da hin? Kommen wir da hin? Jo, klappt. Wunderbar.
So, wir sind durch. Cool. Und ich hab natürlich, schlau wie ich bin, noch keine Holzlabs gebaut. Wäre ja auch zu schön gewesen. Kommen wir denn von hier oben eigentlich in die Werkbank ran? Ne, da kommen wir niemals dran. Okay. JJ. Wir brauchen Holz. Wir haben zum Glück noch ein bisschen. Halten Mund. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht oder reichen wird. Ja, aber ich glaube, das geht vom Dach her so. Ich glaube, das kann man tatsächlich so machen. Kommen wir denn hier noch hoch? Ja, kommen wir. Krombacher. Nee, was? Ja, sollte eigentlich so eine Ableitung Richtung Krombacher sein, aber... vergesst es einfach. War nicht gut. Gebe ich zu. War dumm, war echt scheiße. Ich darf nicht das falsche Holz erwischen. Wenn ich jetzt hier einen von diesen Naturhölzern erwische, dann ist aber Polen offen. So. Ach. Menschenskenners. Ich hätte den unteren... Nee, dann ist... Nee, der wäre auch falsch gewesen. Wir mussten ja den oberen nehmen, stimmt. Okay. It all works very fine. We are building the rooftop here. And I hope that we can let it like that. Because if we don't, I'm just fucked. So, Alter, der Esel geht wieder crazy da unten. Ah. Ja, da gehen schon ein paar Slabs drauf, wenn man hier so das Dach baut. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist echt so die unkonventionellste Dachmöglichkeit, die mir einfällt. Wenn man Treppen nimmt, also Steintreppen oder hier allgemeine Holztreppen oder allgemein irgendwelche Treppen, dann ist man doch sehr... Meins? Ist man doch sehr eingeschränkt, was die Bauweise angeht. Und hier kannst du halt doch mal sagen, weißt du, ich mache in der Mitte einfach noch Glas hin oder sowas. Würde ich jetzt nicht nochmal machen, den Fehler, aber es würde gehen. Also es wäre kein Problem. Du kannst einfach sagen, hey... Pass mal auf, ich bin heute so eine crazy Schnitte. Ja. Damit meine ich keine Pizza-Mietschnitten. Pizza-Mietschnitten. Milchschnitt, Pizza-Mieten, egal. Das kannst du machen. Wie du lustig bist. So, ich bin aber froh, wenn wir das Dach hier gleich haben. Dann haben wir zwei Aufgaben schon mal erledigt, die hier auf der Agenda stehen heute. Da kommen aber noch mehr. Ich hab. Naja. Außer natürlich, ich falle hier noch ein bisschen runter und sterbe einen grausamen Tod. Was wir auf jeden Fall noch machen... Alter. Kann ich gleich mal zu Sarazar rüberschicken, die lustigsten Gameplay-Fails. So. Was wir auf jeden Fall noch machen heute ist, wir werden hier noch ein paar Tiere reinsiedeln. Wir werden noch den Kies hier reinballern irgendwie. Und was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte, ist so eine kleine Brücke in das neue Gebiet, beziehungsweise sogleich auch eine Abgrenzung quasi dann, dass wir dann, sobald dann der nächste, ich wollte gerade Stargast sagen, sobald dann quasi der erste Gast dabei ist, damit wir dann sogleich beginnen können, dass er sich dann zu Häuschen baut. Was, oh my god, Toby's going crazy, no. So, den obersten bitte, geht nicht. Okay, dann halt beide. Auch nicht so schlimm. It isn't that bad. So. Was hatten wir denn hier mal angesetzt? Ich glaube hier, ne? So, so langsam lichtet sich es. So langsam kriegen wir was hin. So langsam wird das Dach kleiner und kleiner. Und es ist ein Spitzdach, aber doch irgendwie ein bisschen flacher. Als wenn wir jetzt mit Treppen hier rangegangen wären. Ist eigentlich eine ganz gute Sache, ein ganz gutes Mittelding. Habe ich schon mal gesagt, braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben, falls ihr es denn vorhattet. Ich lasse es mal da. Nee, ich lasse es nicht da. Braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben, falls ihr es vorhattet. Ich habe mir diese Dachvariante beim Peter abgeguckt. Also beim hier vom Debitor. Ne, braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. Ich mache ihn mal nach. Nee. Ich mache ihn nicht nach. Ich habe es mir abgeguckt. Wie sagt PayZ so schön, Copy-Paste. Nur eben ganz anders. So. What now? Wir müssen jetzt irgendwie hier hoch. Können wir denn den untersten Block nicht wegmachen? Doch, das geht auch.
Eier? Eier? Na, wir haben keine mehr. Scheiße. Okay. Ein paar haben wir noch. Ich weiß jetzt nicht. Ich hoffe, ich baue jetzt nicht zu wenige. Ah ja, reicht eh nicht mehr. Okay. Ja, nee, das müsste aber eigentlich reichen. Jetzt noch mehr. Wieso schaffe ich es nicht, da mal auf Anhieb hochzukommen? Was ist denn los? Bist du vielleicht betrunken oder so was? Nee, ich schwöre, ich habe nichts getrunken. Hey, fein, like, schwöre, ich mache hier alles kaputt. Oh, wir hören gerade im Hintergrund ein neues Lied, das ich eingefügt habe. Wartet mal. Das würde ich gerne... Oh, hier rüber mit dir. Würde ich gerne ein bisschen lauter schalten. Weil ich das Lied so richtig geil finde. Ich mag dieses Lied. Ich höre das sau gerne. Die meisten von euch kennen es vielleicht. So, wir machen hier mal zu. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir das so lassen. Aber ich würde, glaube ich, ganz gerne hier in der Mitte noch so zumachen quasi. Aber ich weiß nicht, das gefällt mir jetzt nicht so hier. Warte mal. Ich glaube, das machen wir so. Ja. Das ist besser. So. Ja, so ist besser. Dann haben wir hier so ein Endlosspitzdach. Und das hier ist ja... Ja, das ist nicht so schlimm. Oh, das Lied ist so schön. Ich mag das einfach nur. Ihr kennt das, wie gesagt, wahrscheinlich. Das ist natürlich aus Skyrim. So weit Outer City wieder vor... In den Vordergrund bringen. Das ist natürlich aus Skyrim und das ist absolut... Das ist ein absolut geiles Lied. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Skyrim ist einfach... Das ist einfach ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Und das sage ich auch ganz ehrlich, Skyrim bin ich echt ein Fanboy. Und ich muss sagen, das Dach sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es hat halt immer so ein bisschen japanischen Touch, diese Dachvarianten, sag ich mal. Es hat so ein bisschen Japano-Touch, aber das ist gar nicht mal so schlimm irgendwie. Also stört mich jetzt nicht. Aber wir müssen mal gerade gucken, wir müssen da oben hier noch dicht machen. Am besten mit Dichtmasse. So, wir machen noch mal ein paar mehr. Wir müssen jetzt mal gucken, ob das mit diesen Treppen hier gut aussehen würde. Ich muss gerade mal wieder... Moment. Den Media Player wieder ein bisschen leiser machen. Nicht, dass er uns gleich die Ohren wegdröhnt. Na komm. Komm. Komm, mach doch auf 9, Alter. So. Voilà, bei 10.000 Likes stelle ich auf 10. Statt auf 9. Sure. Ich sure. Ich glaube, für unser Vorhaben hier oben brauchen wir noch ein paar Rohhölzer. Wir haben keine mehr, ne? Ja. Das heißt, wir rennen nochmal schnell zu unserer Baumplantage da hinten und holen uns nochmal ein paar. Nicht viele, nur ein paar. So ein Baum oder so. Müsste schon reichen. Hier. Ja, gefällt mir. Also mir gefällt das Haus irgendwie schon ganz gut. Kann man so lassen, das gefällt mir nicht so. Aber das liegt am Texture Pack, dass der Übergang da so ein bisschen blöd ist. Das liegt ausnahmsweise mal nicht an meinen bereits angezweifelten Baukünsten. Das allerdings, meine Freunde, ist pure Dummheit. Zum 500. Mal, Alter. Ich krieg gleich einen Rastanfall. So, bitte ganz ruhig jetzt. So. So, wenn wir das jetzt so machen, ne? So. Sieht das da wieder ein bisschen komisch aus. Aber das ist gewollt. Und wenn wir jetzt diese Steinziegel, nicht Stahl, Tobi, Treppen nehmen und machen hier quasi dann so das Dach drauf. Ich hätte da gerne so eine Ecktreppe. Geht das? Eckdoll. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das hatten wir... Wo hatten wir das schon mal probiert gehabt? Irgendwo hatten wir das, glaube ich, schon mal. Doch, das geht! What the fuck? Oh my god, I'm absolutely shocked. Oh, wonderful! Alter. Boah. Ja! Das gibt's doch gar nicht, der geht! Aber ich weiß jetzt nicht... Ja, das sieht einfach... Es sieht einfach scheiße aus. Ich bin so overwhelmed gerade. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist einfach nur super hässlich. Wobei hier draußen geht's, aber da drin, das sieht einfach nur scheiße aus. Vielleicht müssen wir da wirklich
Ich hab Angst. Können wir da irgendwie... Krieg ich das hin, dass wir... Ja! Geklappt. Ich glaube, das würde dann schon eher besser... Würde dann schon eher gehen. Sieht bestimmt besser aus.